Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem TÜV-Meetup Lieferkettengesetz. Bitte die kurze Verspätung zu entschuldigen. Wir hatten noch die ein oder andere technische Hürde zu umschiffen. Die haben wir jetzt aber umschifft. Wir sind also vollzählig. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen mit dabei sind zu einem Thema, was man, glaube ich, ganz grob unter dem ganz großen Thema Nachhaltigkeit fassen kann. Nachhaltigkeit, das war ja ganz lange verbunden mit insbesondere ökologischen und Umweltfragen. Und hat sich in den letzten Jahren aber doch sehr, sehr stark erweitert. Und spätestens mit den UN Development Goals sind nicht nur ökologische, sondern vor allen Dingen auch soziale Fragen in den Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsdiskussion gerückt. Und so verwundert es nicht, dass Verbraucher seit den letzten Jahren immer stärker einfordern nach Transparenz. Woher kommt meine Jeans bis hin zur Autobatterie? Wie werden diese Produkte hergestellt? Woher kommen sie? Wir haben politische Initiativen, ich erwähnte die UN Development Goals, auch auf europäischer Ebene gibt es Überlegungen, Lieferketten gesetzlich zu regulieren. Und schließlich die Kapitalmärkte fangen auch an, sich umzustellen. Immer mehr Nachhaltigkeitsfonds werden aufgelegt. Große Gesellschaften orientieren sich neu und sortieren ihre Kriterien eben entsprechend der Nachhaltigkeit. Das heißt, ein globaler Trend, ein Megathema, mit dem wir es hier zu tun haben. Und in diese Zeit fällt eine deutsche Initiative, ein Lieferkettengesetz vom Ministerium, Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, was jüngst Eckpunkte vorgestellt haben, um die Lieferketten-Thematik auch gesetzlich einen rechtlichen Rahmen hier aus Deutschland zu geben. Dieses Gesetz ist nicht unumstritten, das konnten wir in der Öffentlichkeit wahrnehmen, auch nicht innerhalb der Bundesregierung. Es gibt in Teilen der Wirtschaft große Befürworter, auch Unternehmen, die hier vorangehen. Es gibt aber auch starke Kritiker, die insbesondere in den Details noch deutlichen Nachbesserungsbedarf sehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier in einer Runde diskutieren zum aktuellen Stand des Gesetzesentwurfs aus einer deutschen Perspektive und auch die europäische Perspektive mit im Blick nehmen, denn auch da, ich erwähnte es, gibt es Initiativen. Wir haben eine kleine Veränderung, was die Redner angeht. Herr Bartle, das Corona-Thema lässt uns nicht los. Auch dieses Meetup ist davon betroffen, nicht nur, dass es virtuell stattfindet, sondern auch in anderen Funktionen. Herr Bartle muss den Minister vertreten, aber ich freue mich, dass wir jemanden aus dem BMZ haben, in dessen Bereich dieses Gesetz auch mitentwickelt worden ist und sie uns sicherlich sehr profund auch über den aktuellen Stand berichten kann. Frau Wahidi ist mit dabei. Wer noch mit dabei ist, das stellt Ihnen jetzt die Moderatorin des heutigen Morgens vor. Das ist meine Kollegin Juliane Petrich, bei uns in der Geschäftsstelle zuständig für das Thema Politik und Nachhaltigkeit. Und sie wird uns die Referenten vorstellen und ich werde mich am Ende nochmal melden zur Verabschiedung. Ich wünsche Ihnen jetzt eine spannende Diskussion und freue mich auf die Beiträge und auf die Fragen. Herzlichen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Joachim, für deine kurzen Willkommensworte und das Intro. Wie angekündigt, möchte ich gerne nochmal unsere Speakerinnen und Speaker ein bisschen ausführlicher vorstellen, sodass Sie auch wissen, mit wem Sie es hier in der nächsten guten Stunde zu tun haben. Ich freue mich sehr, dass Frau Anna Cavazzini heute dabei ist. Sie ist seit 2019 für Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament. Seit vorgestern ist Frau Cavazzini Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch zu ihrer Wahl. Und außerdem ist sie Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel. Und sie verfügt über langjährige Erfahrungen in den Themengebieten Nachhaltigkeit und Lieferketten, Menschenrechte, weil sie unter anderem Referentin bei der UNO-Generalversammlung in New York, aber auch für Campact und Brot für die Welt tätig war. Frau Cavazzini, schön, dass Sie heute Morgen mit dabei sind. Ich freue mich außerdem, dass Dr. Dirk Steenkamp heute mit dabei ist. Dr. Steenkamp ist seit Mai diesen Jahres Präsident des TÜV-Verbands und seit 2017 Vorstandsvorsitzender der TÜV Nord AG. Herr Dr. Steenkamp ist promovierter Physiker und war in verschiedenen Führungspositionen bei der Zeiss-Gruppe und später dann als Vorstand und CEO bei der Centrotherm Photovoltaik AG tätig. Herr Steenkamp, schön, dass Sie auch heute Morgen mit dabei sind. Ich freue mich außerdem sehr, dass Frau Anousheh Wahidi heute hier dabei ist. Sie ist seit 2017 Leiterin des Referats für nachhaltige Lieferketten und Nachhaltigkeitsstandards im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und innerhalb Ihres Referats wurde unter anderem das Bündnis für nachhaltige Textilien, aber auch der erste staatliche Textilsiegel, das erste staatliche Textilsiegel, der grüne Knopf, entwickelt. Und Frau Wahidi, ich freue mich besonders, dass Sie heute hier so kurzfristig einspringen konnten,
um Herrn Staatssekretär Bartle vertreten zu können. Und last not least freue ich mich, Frau Sandra Weser begrüßen zu dürfen. Sie ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags als Teil der FDP-Fraktion. Sie ist Obfrau im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und sie war vor ihrer Zeit im Bundestag Geschäftsführerin eines mittelständischen Familienunternehmens, kann uns also hier auch so ein bisschen die Wirtschaftsperspektive sicherlich ganz gut noch mit einbringen und unter anderem in verschiedenen Führungspositionen von Industrieunternehmen tätig. Frau Weser, schön, dass Sie heute Morgen hier dabei sind. Ja, ich möchte die nächsten Minuten aber nicht nur mit den eben vorgestellten Gästen diskutieren, sondern auch mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie also Fragen haben, kommentieren Sie gerne die Fragen direkt unter dem Videostream und wir bemühen uns dann am Ende der Diskussion, die eine oder andere Frage auch noch zu beantworten. Das wird uns sicherlich nicht vollumfänglich gelingen, aber ich verspreche Ihnen, dass Ihre Fragen trotzdem beachtet werden und wir versuchen das dann gerne auch im Nachgang der Diskussion nochmal aufzugreifen. Ja, bevor wir jetzt in die Diskussion starten, freue ich mich sehr, dass Frau Wahidi sich bereit erklärt hat, im Rahmen eines kurzen Impulses auch nochmal den aktuellen Stand des nationalen Vorhabens aufzuzeigen. Und Frau Wahidi, ich würde dann auch gerne einfach direkt an Sie übergeben, sodass Sie uns in das Thema sozusagen nochmal ein bisschen ausführlicher einstimmen. Ja, vielen Dank, liebe Frau Petrich, auch Herr Bühler, vielen Dank auch für die freundliche Anmoderation. Und nochmal einen schönen Gruß von Norbert Bartle, der, wie gesagt, heute unseren Minister im Plenum gerade jetzt vertreten muss und mich gebeten hat, diese Veranstaltung wahrzunehmen, die ich für besonders wichtig halte. Jeder Diskurs zum Sorgfaltspflichtengesetz ist wichtig, ist entwicklungspolitisch wichtig aus unserer Sicht, aber auch in der nationalen Debatte. Deswegen würde ich gerne gar nicht so lange mit meinem Impuls, mit der Einführung verbringen. Ich freue mich auf die Diskussion. In jedem Fall würde ich gerne drei Punkte zunächst highlighten, die, glaube ich, für die Diskussion wichtig sind und einmal auch einen kurzen Ausblick geben zum aktuellen Stand der Debatte rund um ein nationales Sorgfaltspflichtengesetz und dem möglichen Fahrplan. Ich würde gerne aber beginnen wollen mit dem Punkt, dass es mich besonders freut, ich mache das jetzt schon seit über 6 Jahren, also dass seit 2014 eine enorme Entwicklung sich in dem Bereich nachhaltige Lieferketten ergeben hat und dass wir heute im Jahr 2020 gar nicht mehr über das Ob einer verbindlichen Rahmensetzung sprechen, sondern wirklich ganz konkret über das Wie. Ich glaube, die Vorgeschichte muss ich nicht aufrollen zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Da haben wir ein sehr ambitioniertes Monitoring-Verfahren durchgeführt mit 2 sehr umfangreichen Umfragen, die leider zu dem Ergebnis gekommen sind, dass weniger als 20% der deutschen Unternehmen ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht tatsächlich freiwillig nachkommen. Es war eine freiwillige Umfrage und wir haben eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag dazu geschlossen, dass im Falle, dass wir die 50%-Hürde, die wir uns selbst gesetzt haben, also unter 50% der deutschen Unternehmen dieser Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, dann werden wir national gesetzlich tätig und wir werden eine mögliche EU-Regelung nicht nur prüfen, sondern auch unterstützen. Unsere Kanzlerin ist da sehr stark und sehr klar in ihrer Sprache im Sommer gewesen und hat 3 Ministerien, unter anderem unser Ministerium, aber auch den technischen Federführer, das Arbeitsministerium und das Wirtschaftsministerium gebeten, Eckpunkte für ein mögliches Sorgfaltspflichtengesetz zu erarbeiten. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade seit mehreren Wochen und stehen kurz vor dem Abschluss. Sie können sich vorstellen, dass bei der Frage eines Sorgfaltspflichtengesetzes sich immer einige Herausforderungen stellen, was den persönlichen Anwendungsbereich anbelangt. Das heißt, für wen ist dieses Gesetz anwendbar oder auf wen ist dieses Gesetz anwendbar? Da gibt es sicherlich noch Diskussionsbedarf. Und der wichtige Punkt, das ist Ihnen allen sicherlich bekannt, ist die Frage der zivilrechtlichen Haftung. Wir sehen ja in den ersten Eckpunkten, die BMAS und BMZ entwickelt haben, quasi 2 Säulen auf der Rechtsfolgenseite vor, nämlich zum einen eine öffentlich-rechtliche Durchsetzung und Überprüfung der Sorgfaltspflichten über eine Behörde, die über das Instrumentarium der Bußgelder
quasi agieren kann. Und auf der anderen Seite die zweite wichtige Säule, wir wollen den Betroffenen vor Ort den Zugang zu deutschem Recht ermöglichen und sehen auch eine zivilrechtliche Haftung vor. Das vielleicht in nutshell zum aktuellen Diskussionsstand. Wir sind alle drei Ressorts uns einig, dass wir ein Gesetz mit Augenmaß brauchen, was natürlich praktikabel auf der einen Seite ist und umsetzbar, insbesondere auch für kleine und mittelständische Unternehmen, was auf der anderen Seite aber auch ganz dazu beiträgt, konkrete Wirkungen vor Ort zu erzielen. Das ist als entwicklungspolitischer Akteur ist uns das besonders wichtig. Deswegen sind wir natürlich auch mit der EU-Ebene, und ich freue mich sehr, dass Anna Cavaccini heute dabei ist, die wir auch sehr schätzen aus den vorherigen Debatten. Für uns ist die EU-Ebene sehr wichtig. Wir haben, Sie wissen, wir haben derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und vor gut 3 Wochen gab es dazu auch eine BMAS-Veranstaltung, wo auch der zuständige Kommissar Reynders von DJ Just, also vom Justizkommissariat, dabei war und auch seine Pläne vorgestellt hat, quasi seine Eckpunkte für ein mögliches Sorgfaltspflichtengesetz auf EU-Ebene. Und da gibt es sicherlich noch viel weitreichendere Überlegungen auf der Rechtsfolgenseite. Kommissar Reynders hat zum Beispiel auch eine strafrechtliche Haftung durchaus in Betracht gezogen. Das wird auf EU-Ebene diskutiert. Wir glauben aber, dass wir mit einer nationalen Regelung ein guter Pacemaker sein können in diesem sehr wichtigen Bereich und uns als Deutschland auch eine besondere Verantwortung trifft. Das ist eines der größten Konsumentenländer und wir profitieren von der Globalisierung. Herr Bartle hätte Ihnen sicherlich noch sehr viel ausführlicher zu der, wie ich das immer gerne sage, hässlichen Seite der Globalisierung berichtet. Ich glaube, das muss ich in dem Kreis nicht nochmal wiederholen. Wir alle wissen, dass wir sehr stark von der Globalisierung, von den kurzen Wegen profitieren als Deutschland. Auf der anderen Seite trifft uns deshalb auch eine besondere Verantwortung, wenn es darum geht, der eigenen staatlichen Schutzpflicht nachzukommen, aber auch die unternehmerische Sorgfaltspflicht stärker in den Blick zu nehmen. Und das wäre mein letzter Punkt, und damit würde ich auch gerne zunächst mal enden, wenn ich sage, ein Gesetz mit Augenmaß, so wollen wir in jedem Fall auch sicherstellen, dass wir die Unternehmen mit einem Gesetz nicht alleine lassen. Wir sehen sehr große Unterstützungsmaßnahmen vor für die deutsche Wirtschaft, um ihrer Sorgfaltspflicht zum einen nachzukommen und zum anderen auch diesen Gedanken Befähigung vor Rückzug, also dass deutsche Unternehmen sich jetzt nicht fürchten müssen, einer möglichen Haftung in ihrem eigenen Geschäftsbereich nachkommen zu müssen oder eine drohende Haftung und sich dann aus bestimmten Märkten zurückziehen. Wir wollen das sogar befördern, das Engagement deutscher Unternehmen, wie wir es bisher auch schon getan haben. Sie kennen sicherlich den Marshallplan für Afrika, aber auch in den asiatischen Märkten sind wir sehr stark mit unseren Instrumenten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vertreten, die wir auch weiterhin ausbauen werden. Und ich kann da in diesem Zusammenhang insbesondere den Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte, früher als NAP-Helpdesk bekannt, nochmal unterstreichen mit sehr starken Unterstützungsmaßnahmen, aber auch Informationsmaßnahmen. Denn viele Unternehmen, das ist auch ein Finding für uns, und natürlicherweise, und das beurteilen wir, bewerten wir nicht und verurteilen wir nicht. Viele Unternehmen wissen schlichtweg nicht, was von ihnen erwartet wird, was eine unternehmerische Sorgfaltspflicht alles mit umfasst. Es gibt internationale Rahmenabkommen, es gibt internationale Regelwerke auch, und die würden wir gerne in Wert setzen. Also wir wollen mit unserer nationalen Regelung nichts Neues aufbauen. Wir wollen uns sehr stark an den vollen Leitprinzipien orientieren und an den OECD-Leitsätzen, die uns ja sehr klare Vorgaben in diesem Bereich machen. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die nachfolgende Diskussion und freue mich auch auf die Fragen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, solche Formate jetzt tatsächlich auch als Entwicklungsministerium wahrzunehmen, um einfach die brennenden Fragen der Unternehmen auch zu beantworten. Und ich komme sicherlich später nochmal zum grünen Knopf und auch die Rolle von Prüforganisationen. Dazu würde ich auch gerne später nochmal was sagen. Aber fürs Erste würde ich es bewenden lassen. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Wahidi, vielen lieben Dank. Wir konnten Sie leider immer noch nicht sehen. Vielleicht kriegen wir das später noch hin mit Ihrer Kamera. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, dass Sie rein akustisch dabei sind. Ich würde jetzt aber gerne die anderen Panelisten, Speakerinnen und Speaker bitten, ihre Kameras anzuschalten, so dass das Publikum, die Zuschauerinnen und Zuschauer, sie auch sehen können.
Prima, herzlichen Dank. Ja, Frau Hidi, nochmal vielen lieben Dank für Ihren Impuls. Ich glaube, Sie haben schon sehr viele Dinge angesprochen, die tatsächlich ja auch gerade Politik und Wirtschaft massiv umtreiben. Sie hatten auch erwähnt, dass das Lieferkettengesetz auf nationaler Ebene auf jeden Fall kommen soll. Wir lesen aber gerade ja auch immer wieder, dass es an der einen oder anderen Stelle hakt. So ein paar Konfliktlinien haben Sie auch bereits aufgezeigt. Frau Cavazzini, mich würde das vielleicht mal aus Ihrer Perspektive interessieren, wie Sie das aktuell auch vor dem Hintergrund der deutschen EU-Ratspräsidentschaft einschätzen, dass es da auf nationaler Ebene immer noch ja, so ein bisschen hakt und nicht so richtig vorangeht. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch wie Frau Hidi, finde ich, dass es sehr, sehr gut ist, das Thema immer wieder auch zu diskutieren und deswegen ja, sehr gut, dass Sie diese Veranstaltung auf den Weg gebracht haben. Ich finde, wir sind eigentlich in einer sozusagen Luxussituation, dass wir Bewegung haben auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene. Und ich finde, beide Ebenen, auch die Diskussionen auf beiden Ebenen befruchten sich gegenseitig. Und meine Analyse war eigentlich die ganze Zeit, dass es, dass Deutschland fast schon so ein bisschen so ein Standortvorteil hätte, wenn wir jetzt schon auf nationaler Ebene weiter diskutieren, genaue Vorstellungen davon haben, wie so ein Lieferkettengesetz ausgestaltet werden könnte und das dann auch natürlich in die europäische Diskussion reinbringen. Deswegen sehe ich auch so ein bisschen mit Sorge, dass das jetzt gerade hakt, dass es immer noch nicht durch das Kabinett gegangen ist. Wenn ich das jetzt eben richtig sehe, das sollte ja eigentlich schon im August der Fall gewesen sein, weil ich glaube, man hätte in der Ratspräsidentschaft viel proaktiver, noch viel stärker auftreten können, auch schon mit konkreten Ideen, wäre man sozusagen auf der deutschen Ebene ein bisschen weiter gekommen. Also das sozusagen ist ein bisschen meine Analyse der Diskussion. Aber ich glaube trotzdem, dass wir in einer total spannenden Phase sind, weil gerade eben so viel passiert. Also es wurde erwähnt, dass der Kommissar Reinders, der ja auch der liberalen Parteienfamilie angehört, schon sehr, sehr konkrete Vorgaben gemacht hat. Zuerst im April bei einer Veranstaltung von uns. Wir hatten ihn zu einem Webinar eingeladen. Da hat er dann sozusagen schon gesagt, dass er ein Lieferkettengesetz will, was horizontal ist, was auch die Umweltperspektive einbezieht und was ganz klar auch haftungsrechtliche Elemente mit beinhaltet. Und mit dieser Ankündigung von Herrn Reinders ist hier auf der europäischen Ebene richtig, richtig Schwung reingekommen. Und wir sind gerade dabei, als Europaparlament unsere Position zu einem Lieferkettengesetz, also zu Mandatory Due Diligence, wie wir das hier nennen, zu erarbeiten. Wir hatten gerade diese Woche verschiedene Abstimmungen dazu, aber ich kann dann auch gerne später im Detail nochmal zu der Diskussion hier im Parlament was sagen, wenn Sie wollen. Aber um nochmal in einem Satz auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist total gut, dass diese Diskussionen parallel passieren und ich glaube, sozusagen, man könnte einfach nur von deutscher Seite davon profitieren, da jetzt auch weiter voranzugehen und dann die Diskussion von Deutschland auch hier in Brüssel mit einzubringen. Vielen Dank, Frau Cavazzini. Frau Weser, mich würde auch Ihre Position dazu interessieren. Die FDP hat sich ja das ein oder andere Mal auch etwas kritischer geäußert mit Blick auf das Gesetz. Vielleicht können Sie da ja nochmal die Position Ihrer Fraktion auch darlegen. Ja, sehr gerne. Wir müssen uns ja immer wieder vor Augen halten, was möchten wir denn eigentlich erreichen? Wir möchten die Lebensbedingungen innerhalb der Lieferketten verbessern, in den Ländern vor Ort Menschenrechte verbessern. Und dann ist halt die Frage, welche Instrumente sind dafür die richtigen? Und wenn ich jetzt so meine Vorrednerinnen höre, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich zucke schon, wenn ich höre, wir brauchen ein nationales Lieferkettengesetz und wir brauchen ein europäisches Lieferkettengesetz, das befruchtet sich. Wenn ich es jetzt mal von der Unternehmerseite betrachte, müssen wir ja doch sehen, dass viele Unternehmen bereits Compliance-Regelungen haben, die haben Richtlinien nach den UN-Richtlinien etabliert in ihren Unternehmen. Jetzt wollen wir ein nationales Lieferkettengesetz machen, womit wir schon mal innerhalb des europäischen Binnenmarktes ja einen Flickenteppich von Rechtsunsicherheit schaffen und damit wahrscheinlich auch ökonomisches Ausweichverhalten befördern. Das heißt, die Unternehmen werden jetzt nicht versuchen, sich irgendwo 1000 Standards noch anzueignen, sondern werden wahrscheinlich dann schauen, kann ich nicht im Nachbarland das ein bisschen unproblematischer lösen.
Und das Dritte ist, wenn dann nächstes Jahr, gehe ich mal von aus, so was ich höre, Frau Cavazzini, dass ja im Frühjahr schon angedacht ist, das europäische Lieferkettengesetz ans Laufen zu bringen, dann müssen die Unternehmen sich ein drittes Mal umstellen und dann im Prinzip auch noch europäisches Recht implizieren. Also ich sehe da in der Umsetzung ein klares Problem und insofern sollten wir uns doch viel lieber überlegen, wie bekommen wir es hin, dass wir es auf europäischer Ebene vernünftig regeln für alle, um dann eben auch im europäischen Binnenmarkt Level Playing Field zu schaffen, allen großen Unternehmen Rechtssicherheit zu geben. Und wir müssen aber auch und dürfen auch nicht gerade die kleinen Unternehmen, die kleinen und mittleren Unternehmen vergessen, die ja überhaupt nicht die Manpower und die Möglichkeiten haben, sich bis zum Tier 4, Tier 5 entsprechend um ihre Lieferketten zu kümmern. Also wenn Sie mal überlegen, Sie haben zum Beispiel 1000 Artikel in Ihrem Sortiment und kontrollieren da bei einem 100-Mann-Betrieb vielleicht diese 1000 Lieferanten noch, aber die Lieferanten haben dann pro Lieferant wieder nur 500 Zulieferer. Dann sind Sie bei Tier 2 schon bei 500.000 Lieferanten, die Sie am Ende des Tages kontrollieren sollen. Das ist technisch und praktisch überhaupt nicht machbar. Also insofern, was will ich damit sagen? Wir brauchen europäische einheitliche Lösungen, aber wir brauchen auch Lösungen, die anwendbar sind und unsere Unternehmen nicht überfrachten und überfordern, weil am Ende des Tages, wir wollen ja erreichen, dass vor Ort die Bedingungen verbessert werden. Wir werden aber dann erreichen, dass sich gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, die vor Ort viel Gutes leisten, die dort Ausbildungsstätten teilweise in ihren Unternehmen haben, die sich sehr stark einbringen, auch vor Ort in die Lebensbedingungen ihrer Mitarbeiter, dass die sich am Ende des Tages aus diesen Märkten rausziehen, weil sie die Rechtssicherheit überhaupt nicht überblicken können. Und ich glaube, dann sind wir eher kontraproduktiv unterwegs und erreichen auch nicht das, was wir gerne möchten. Jetzt ist gerade eine Rückkoppelung, da hat sich jemand noch eingemeldet. Also zivilrechtliche Haftung sehe ich kritisch, weil wir dadurch tatsächlich Ausweichtendenzen und Rückzugstendenzen erreichen. Damit will ich es erstmal belassen. Wir möchten bestimmt auch noch andere was sagen. Ja, vielen Dank, Frau Wese. Ich glaube, den einen oder anderen Punkt, den können wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher diskutieren. Herr Steenkamp, mich würde aber auch noch mal Ihre Perspektive interessieren, insbesondere auch mit Blick auf das, was Frau Wese gerade angesprochen hat. Die Wirtschaft hat Sorgen, hat Ängste. Sie sind ja selbst auch CEO eines Unternehmens, eines Prüfunternehmens. Das heißt, Sie können im Lieferkettenkontext natürlich auch durchaus eine proaktive Rolle spielen. Gleichzeitig sind Sie aber auch von einem Lieferkettengesetz betroffen, wenn es kommt. Können Sie die Kritik, die Frau Weser gerade vorgetragen hat, die auch vom großen Teil der Wirtschaft geäußert wird, können Sie das nachvollziehen? Ja, also zunächst mal guten Morgen meinerseits auch in die Runde. Freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, sowohl als aktueller Verbandspräsident, aber auch als CEO der TÜV Nordgruppe sprechen zu können und Grüße an alle Teilnehmenden. Zunächst mal muss man ausführen, dass wir uns natürlich als Prüfdienstleister sehr intensiv mit diesem Ansatz einer gesetzlichen Vorgabe für Lieferkettenüberwachung auseinandersetzen. Ich muss auch sagen, wir machen ja im Moment aktive Erfahrungen mit dem grünen Knopf. Also auch wir als TÜV Nord Unternehmen sind akkreditiert, hier entsprechende Prüfungen vorzunehmen. Und aus der Verbandssicht muss man sagen, dass wir grundsätzlich erstmal die Schaffung eines gesetzlichen Rahmens befürworten, weil ein gesetzlicher Rahmen immer Rechtssicherheit gibt, insbesondere für die Unternehmen. Das ist vielfach bei freiwilligen Zertifikaten nicht der Fall. Man muss auch sagen, dass natürlich wir als TÜV-Unternehmen sehr viel Erfahrung mitbringen. Wir ja heute schon vielfach zumindest Teile der Lieferketten auf bestimmte Aspekte hin untersuchen. Ich möchte da das Thema Menschenrechte anführen, aber auch natürlich Ökologie, Umwelt, Verträglichkeiten. Wir machen Lieferantenaudits und zu guter Letzt eben auch Prozessaudits. Und ich möchte auch hier nochmal das Thema Corona ansprechen. Wir erleben gerade eine nahezu Revolution in den technologischen Möglichkeiten, wie eigentlich Auditierungen und wie Zertifizierungen über
den Globus vorgenommen werden können. Die Corona-Krise hat eigentlich dazu geführt, dass sich digitale Technologien rasant fortentwickelt haben und auch Ausbreitung finden. Also wir sind heute in der Lage, über sogenannte Remote Audits über Tausende von Kilometern entsprechende Zertifizierungsschemata durchzuziehen. Und das kann uns natürlich enorm helfen, wenn es einfach darum geht, Lieferketten zum einen zu überwachen, zu verifizieren und das eben über Landesgrenzen hinweg und das einschließend eigentlich alle Kontinente des Planeten Erde. Also das möchte ich einfach hier mal als wichtigen Aspekt in die Diskussion mit einbringen. Auch für uns als TÜV-Unternehmen ist natürlich das Thema der Haftung ein ganz wichtiges Thema. Und je mehr eben ein Rechtsrahmen hier eine entsprechende Sicherheit gibt, auch zum Thema liegt eigentlich ein Verschulden sozusagen vor, also ein nachweisliches Verschulden, oder kommt man eher in die Situation einer allgemeinen, eher unspezifischen Haftung. Das sind für uns natürlich interessante Aspekte, die letztendlich von der Politik und dann eben auch von der gesetzlichen Regulierung her vorzugeben sind. Vielen Dank, Herr Steenkamp. Sie haben es gerade angesprochen, Frau Weser hatte das auch in ihrer kurzen Einschätzung dargelegt. Das Thema Haftung ist ein Thema, wo sich gerade sehr viel Streit sozusagen offenbart. Sie sagten auch gerade, Herr Steenkamp, dass das Thema Haftung natürlich klar geregelt sein muss. Da würde mich nochmal interessieren, Frau Wahidi, wie ist das denn in den aktuellen Eckpunkten vorgesehen? Können Sie da vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen? Ja, sehr gerne, und ich hoffe, Sie können mich hören. Ich habe mich nochmal neu eingewählt, weil ich aus der Leitung geflogen bin. Aber ja, Sie hören, aber sehen leider immer noch nicht, aber wir nehmen mit Ihrer Stimme auf die. Wunderbar. Ich glaube, die Frage der zivilrechtlichen Haftung ist eine absolut wichtige. Und lassen Sie mich einen Punkt voranstellen. Ein Gesetz, was keine Rechtsfolge vorsieht, was letztlich quasi nur Pflichten definiert, aber im Falle des Nichteinhaltens dieser Pflichten nachweislich keine Sanktionierung vornimmt, ist letztlich, wie Herr Minister Hall das so schön gesagt hat, ein reines Placebo. Deswegen müssen wir uns über Rechtsfolgen unterhalten und dann eine mögliche Sanktionierung. Und ich danke auch Herrn Dr. Steenkamp dafür eine differenzierte Sichtweise. Ich glaube, was ganz wichtig ist in der Diskussion, und das schätze ich vielfach, insbesondere an Unternehmen, mit denen wir in sehr gutem Austausch sind, ist einfach Klarheit zum einen zu haben, was wird von mir erwartet. Das heißt, eine klare Definition von Sorgfaltspflichten. Da gibt es ja nicht immer eine einhellige Meinung. Ich hatte die Prinzipien und die OECD angesprochen. Das heißt, wir haben ja Regelwerke, die darlegen, was von Unternehmen erwartet wird. Aber das tatsächlich, wenn dann tatsächlich eine Pflichtverletzung vorliegen sollte und es führt nachweislich zu einer Menschenrechtsverletzung. Also jemand wird am Eigentum geschädigt, an Leben, am Körper. Also wir haben wirklich wesentliche Rechtsgüter definiert, die auch im BGB in § 823 geregelt sind. Und lassen Sie mich einen Punkt voranstellen. Es ist ja bereits jetzt schon der Fall, dass deutsche Unternehmen schadensersatzpflichtig wären in einem solchen Fall. Und in einem solchen Fall können Geschädigte in den Produktionsländern auch in Deutschland klagen. Das zeigt nicht zuletzt der Ali Enterprises Kickfall aus 2017 vor dem Landgericht Dortmund. Dort haben ja tatsächlich 4 Geschädigte aus Pakistan aufgrund eines Brandes in Deutschland geklagt. Der einzige Unterschied, und der unseren Vorschlag ausmacht, ist, dass wir für mehr Rechtsklarheit für deutsche Unternehmen sorgen wollen. Bisher ist es so, dass Geschädigte vor deutschen Gerichten klagen können, aber anwendbar wäre immer das jeweils ausländische Recht. Das kann ich juristisch ausholen, woran das liegt. Es kommt immer das Recht des Erfolgsortes zur Anwendung, also dort, wo der Schaden entstanden ist. In dem Fall Pakistan, wo das Gebäude abgebrannt ist. Wir wollen aber es deutschen Unternehmen erleichtern. Deutsches Recht kennen Sie in der Regel. Ihre jeweiligen Abteilungen
sind mit dem deutschen Recht vertraut. Und wir haben mit 823 Bürgerliches Gesetzbuch ja auch eine konkrete Regelung. Da sind diese wesentlichen Güter genannt und dort ist dargelegt, wer vorsätzlich oder fahrlässig jemanden an diesen wesentlichen Gütern verletzt, ist ihm zu dem daraus entstandenen Schaden verpflichtet. Das heißt, das ist eine klare Regelung und das Sorgfaltspflichtengesetz würde in diesem Fall als spezielles Recht zur Anwendung kommen und die Sorgfaltspflichten klären, klarstellen und in der Rechtsfolge sagen, wenn daraus nachweislich, vorsätzlich oder fahrlässig das deutsche Unternehmen einen Schaden verursacht hat und die Beweislast liegt beim Kläger, das muss ich auch nochmal unterstreichen, da werden wir vielfach ja auch nochmal über eine Beweislastumkehr gesprochen, innerhalb der Zivilgesellschaft insbesondere, aber die Beweislast liegt beim Kläger, das heißt, der Geschädigte in Pakistan muss den Nachweis führen, dass das deutsche Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig diesen Brand mit verursacht hat und dadurch es zu einer Menschenrechtsverletzung gekommen ist. Sie merken selbst, dass da die Hürden relativ hoch sind, bis tatsächlich so ein Fall zur Anklage, nicht zur Anklage, aber zur Klage vor deutschen Gerichten kommt. Und die Tatsache, dass wir bisher wirklich nur einen prominenten Fall haben, zeigt auch, dass diese Ängste, die insbesondere von der verfassten Wirtschaft vorgebracht werden, es würde jetzt eine Klageflut drohen, tatsächlich unbegründet sind. Aber uns ist es wichtig, dass wir diesen Zugang zu Recht stärken für die Geschädigten, für die Ärmsten und die wirklich die Vulnerable, also die verletzlichsten Gruppen von Menschen, dass wir diese Rechte stärken. Und lassen Sie mich nochmal einen Punkt sagen, Frau Petrich, wir sprechen hier über elementare Menschenrechte. Wir sprechen hier nicht über Kavaliersdelikte, wir sprechen nicht über einmal bei Rot über die Ampel, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass Menschen an Leib und Leben verletzt werden. Und wenn, und ich glaube, keiner hier im Raum würde die Meinung vertreten, in einem solchen Fall müsste ein deutsches Unternehmen auch nicht Verantwortung für diesen Fall übernehmen. Ich gebe Ihnen aber auch recht, Frau Wieser, ich habe leider Ihre Einlassung nicht gehört, weil ich rausgeflogen bin. Aber ich, Herrn Schlingkamp habe ich nochmal gehört. Ich gebe Ihnen allen aber in einem Punkt besonders recht. Wir müssen das vorhersehbar und klar regeln, wann eine Haftung tatsächlich auch eintritt. Und der Jurist spricht immer von Angemessenheitskriterien. Das BGB ist, glaube ich, von 1896. Da gibt es diesen Begriff der Angemessenheit. Was ist vorhersehbar, was ist zumutbar? Das sind unbestimmte Rechtsbegriffe, da gebe ich Ihnen recht. Aber dafür haben wir das Instrument der Kommentierung. Wir können über Rechtsverordnungen arbeiten und wir können in jedem Fall diese Ungewissheiten, die insbesondere für international agierende Unternehmen mit sehr weit verzweigten Liefernetzwerken, es sind ja keine Lieferketten, es sind ja nicht irgendwie reine Ketten, sondern wirklich Netzwerke, dass wir es dort vorhersehbar machen. Da gibt es verschiedene Vorschläge, wie man das machen könnte. Wir sind der Meinung, dass wir keine Begrenzung auf bestimmte Tiers, also Tiers sind Lieferkettenstufen, vornehmen können, weil der Geist der Verunleitprinzipien ist ein ganz anderer. Und ich glaube, den muss man verstehen. Und ich bin mir sicher, dass gerade die Anwesenden hier fachlich sehr tief drin sind. Professor Ruggie hat ganz klar einen risikobasierten Sorgfaltspflichtenansatz aufgesetzt. Der orientiert sich nicht nach der Ratio einer Lieferkette, sondern der sagt, ein Unternehmen, was weltweit tätig ist, muss ein Risikomanagementsystem aufsetzen. Das heißt, er muss wissen, in welchem Land habe ich welche Risiken, die muss er priorisieren. Er hat die Möglichkeit zu priorisieren, es wird von ihm nicht Unmögliches erwartet. Und es wird geschaut, hast du überhaupt einen Hebel für Veränderung? Wenn ich natürlich, und da will ich ein Beispiel, ein praktisches Beispiel geben, wenn ich als deutsches Textilunternehmen in Bangladesch einmal im Jahr für 2 Wochen produzieren lasse, ist mein Hebel natürlich deutlich geringer, als wenn ich einen eigenen Zulieferer in Bangladesch habe, den ich zu 100% mit Aufträgen belege. Da ist natürlich meine Durchschlagskraft, die Hebelwirkung meiner Maßnahmen viel, viel größer als bei punktuellem Engagement. Das hat natürlich sehr stark was mit den Einkaufspraktiken zu tun, die Unternehmen weltweit vornehmen. Und das wird unsere Aufgabe sein, diese an einigen Stellen bestehende noch Ungewissheit klarer zu machen. Aber das ist eine Rechtsfolge und eine Haftung geben muss. Ich glaube, das liegt auf der Hand, denn es würden ja perverse Ergebnisse herauskommen, wenn nachweislich deutsche Unternehmen an bestimmten Unglücksfällen die Verantwortung tragen, wenn sie dann im Endeffekt
keine Haftung oder keine Verantwortung tragen müssten. Das wäre wertungswidersprüchlich, das widerspricht auch unseren Wertevorstellungen. Und noch ein letzter Punkt, weil ich das immer wieder höre, ja, Liefernetzwerke, das ist ja so schwierig, das nachzuvollziehen. Wissen Sie, ein deutscher Automobilhersteller kann für jede einzelne Schraube aufgrund von ganz ausziselierten Technologien den Nachweis führen, wo diese Schraube hergestellt wurde, in welchem Land, unter welchen Qualitätsbedingungen, weil Qualität made in Germany einfach auch für die Unternehmen wichtig ist und ist noch ein wichtiger Verkaufsfaktor. Wenn das im Bereich der Produktsicherheit und Qualität möglich ist, muss es auch im Bereich der Einhaltung von Menschenrechten möglich sein. Und es muss dann dementsprechend auch eine Priorität bei Unternehmen haben, die Einhaltung von Menschenrechten genauso wie die Qualität von hochwertigen deutschen Waren, die zu Recht weltweit einen guten Ruf haben. Und ich glaube, dass Deutschland das auch kann. Wir werden sicherlich auch die Möglichkeit haben, über Technologien zu sprechen, über Blockchain-Technologien, die es ermöglichen, an Daten heranzukommen, ohne Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen preisgeben zu müssen. Dieses Argument kommt ja auch ab und an mal in den Diskussionen. Insoweit, glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt und haben die Grundvoraussetzungen, um diesen Nachweis führen zu können. Und da bin ich, glaube ich, auch an die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank, Frau Wahidi. Ich hätte noch eine ganz, ganz kurze Nachfrage aus dem Publikum, die direkt an Sie gerichtet ist. Stehen denn jetzt mittlerweile BMAS, BMZ, BMW und auch das Kanzleramt hinter der zivilrechtlichen Haftung? Können Sie da einen kurzen Einblick geben, ob man sich da mittlerweile geeinigt hat oder nicht? Ganz kurz. Also hätte man sich geeignet, wären die Eckpunkte jetzt im Kabinett. Daraus können Sie sehen, dass es an dem Punkt noch keine Einigung gibt, aber es gibt eine große Annäherung. Und es werden, wie ich vorhin gesagt habe, sehr viele Möglichkeiten und Alternativen diskutiert. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht positiv bestätigen, dass wir eine Einigung zur Frage der Haftung hätten. Vielen Dank. Frau Weser, ich würde da gerne nochmal an Sie übergeben. Es ist ja jetzt auch das, also Frau Wahidi hat gerade das Thema Haftung nochmal etwas detaillierter ausgeführt. In dem Zusammenhang ist auch das Stichwort Angemessenheit gefallen. Klingt das denn für Sie angemessen und praktikabel? Naja, also ich bin so ein bisschen gestolpert. Also ich gebe Ihnen ja völlig recht, Frau Wahidi, dass keiner möchte, dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und ich glaube, die Unternehmen, weil Sie haben das ja eben auch selber gesagt, es gibt wenig Fälle und es gibt auch jetzt schon Sanktionsmechanismen, die greifen, aber tatsächlich wenig Fälle, wo es überhaupt der Fall ist. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass die Unternehmen diesem Anspruch gerecht werden wollen und dass jeder auch darauf bedacht ist, darauf zu schauen, dass in den Lieferketten ja kein Schundluder getrieben wird und keine Ausbeutung stattfindet. Aber es ist immer noch was anderes, wenn ein Unternehmen danach am Ende des Tages zivilrechtlich für sowas haften muss. Weil wenn das mehrfach durch irgendwelche Dinge, die ein Unternehmen tatsächlich vor Ort nicht beeinflussen kann, vorkommt, dann treiben wir natürlich solche Unternehmen auch damit in den existenziellen Ruin. Wir haben hier eine ganz starke Wettbewerbsverzerrung. Sie haben eben gesagt, naja, die Abteilungen, die haben ja alle Rechtsbeistände. Also ich versichere Ihnen aus eigener Erfahrung, nicht jedes Unternehmen hat eine Rechtsabteilung. Ja? Und wenn dann am Ende des Tages der Unternehmer auch dann über einen Tier 1, was Sie ja eben auch gesagt haben, die Lieferketten prüfen muss, dann wird der Unternehmer am Ende des Tages sagen, dann lasse ich es lieber. Ja, das heißt, am Ende kommen nur die Großen durch. Die Kleinen werden sich immer mehr von diesem Markt verabschieden. Und nochmal aus eigener Erfahrung habe ich aber gerade vor Ort in Entwicklungsländern gesehen, dass es gerade der deutsche Mittelstand ist, der sich besonders einsetzt für die Bedingungen vor Ort und tatsächlich auch versucht, viele Sachen zu verbessern, mit eigenem Engagement und auch mit eigenem Geld. Und wenn wir jetzt nochmal, also ich habe mir so überlegt, Wie willst du das jetzt tatsächlich umsetzen? Ganz konkret. Das bedeutet doch auf gut Deutsch, wenn ich einen Lieferanten am Ende der Kette in China sitzen habe, dann muss ich einen deutschen Kontrolleur in dieses chinesische Unternehmen, in eine chinesische Fabrik reinführen lassen. Ich weiß nicht, ob der Chinese das überhaupt mit sich machen lässt. Wir greifen da ja in nationales Recht ein. Und also mir fehlt da, um ehrlich zu sein, so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie man sowas praktikabel umsetzen will. Das würde diplomatische Konflikte auslösen
Und am Ende des Tages, jetzt sind wir doch auch mal ehrlich, wir haben es als Bundesrepublik Deutschland doch auch nicht geschafft, in Staaten vor Ort die Bedingungen zu verbessern. Und wir können jetzt nicht erwarten, dass der Unternehmer das für uns löst. Und deswegen nochmal mein Petitum und wirklich auch die große Bitte auch an Frau Cavazzini. Lassen Sie uns doch auf europäischer Ebene eine vernünftige Rechtsregelung schaffen, damit wir wirklich auch alle im Boot haben in unserem Binnenmarkt und nicht hier nur vor Ort in Deutschland einen Alleingang machen, national, wo wir gerade den deutschen Mittelstand, und den gibt es in anderen Ländern in Europa in diesem Ausmaß, in dieser Ausprägung nicht noch mehr aufzwingen. Wir haben eben über Corona gesprochen. Viele kämpfen momentan wirklich ums schiere Überleben. Und wenn wir jetzt auch noch anfangen, globale Lieferketten überprüfen zu wollen mit einem nationalen Lieferkettengesetz. Ich weiß nicht, ob das momentan der richtige Zeitpunkt ist, ganz ehrlich. Herr Dr. Steenkamp, gehen Sie bitte direkt rein. Sie haben ein Handzeichen gegeben. Ja, also ich würde gerne auf die Ausführungen von Frau Weser ein bisschen reflektieren und möchte versuchen, Ihnen ein bisschen die Sorge zu nehmen. Also zunächst mal unterstützen ja die TÜV-Unternehmen sehr, sehr stark den Mittelstand und insbesondere auch kleine Betriebe, weil das ist unser Flächengeschäft und das macht auch den Großteil unseres Geschäftsvolumens unverändert aus. Und ich führte ja gerade schon aus, wir verfügen heute über digitale Techniken, die es eben ermöglichen, dass beispielsweise ein Gutachter in Deutschland wirklich über gerichtsfeste Video- und Audio-Channels ein Audit in China beim Lieferanten vor Ort durchführen kann. Wir müssen auch hier zur Kenntnis nehmen, dass die TÜV-Unternehmen ja internationale Unternehmen sind. Das heißt, wir verfügen über ein globales Flächengeschäft. Also wir haben viele Tausende von Mitarbeitenden beispielsweise in China. Und ich möchte es an einem Beispiel nur mal demonstrieren. Wir haben im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit die Lieferung von Atemschutzmasken begleitet, weit über 1 Milliarde mittlerweile. Das war ein dreistufiger Prozess, wo beispielsweise TÜV-Prüfer in China vor Ort bei den Lieferanten entsprechend diese Masken in dem ersten Schritt vorgeprüft haben. Die wurden dann aussortiert, die guten wurden nach Deutschland transportiert, an den anderen Punkten entsprechend wieder, in dem Fall dann von deutschen TÜV-Gutachtern untersucht und dann nochmal die dann übrig geblieben waren, in entsprechenden Laborprüfungen auf Brauchbarkeit hin überprüft. Also ich will nur sagen, technisch bestehen Möglichkeiten, dass man das sehr, sehr smooth und sehr, sehr auch effizient und auch kostensparend durchführen kann. Und ich möchte auch nochmal ausführen, dass sich viele Unternehmen, gerade Deutsche, wirklich wünschen, sogar zertifiziert zu werden nach Kriterien wie Menschenrechten, wie Umweltverträglichkeit etc., weil sie aus anderen Beispielen gelernt haben, dass ihnen das einen wettbewerblichen Vorteil sogar bringt, sofern denn ein rechtssicherer Rahmen dafür vorhanden ist. Danke. Darf ich da ganz, weil ich gerade angesprochen bin, ganz konkret darauf antworten? Ich gebe Ihnen da recht. Natürlich wollen die Unternehmen Rechtssicherheit, aber nochmal bitte dann auf europäischer Ebene, damit wir eine ganzheitliche Betrachtung haben. Aber Sie haben, oder beziehungsweise eine Sache, die möchte ich Ihnen ganz konkret stellen, die Frage. Die Grünen haben ja jetzt auch im Bundestag die Forderung eingebracht, dass die Zertifizierungs- und Prüfungsunternehmen bei jedem Projekt vollständig auf Schadensersatz haftbar gemacht werden sollen. Da hätte ich gerne mal Ihre Einschätzung zu, weil in dem Moment wären Sie ja direkt komplett in der Haftung mit drin und können dann ja auch sehr gut nachvollziehen, wie ein Unternehmer sich dann fühlen muss. Und das Zweite ist mit den Masken, was Sie erwähnt haben. Das hat ja nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir haben aktuell ganz viele Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz stehen, weil eben die Prüfungs- und Zertifizierungsmaßnahmen nicht greifen, weil man hat die ersten Lieferungen aus China durchgehen lassen und jetzt dürfen sie nicht mehr abgenommen werden, weil sie den Standards nicht mehr entsprechen. Also da ist ja auch eine Diskrepanz. Und vielleicht ganz kurz Ihre Einschätzung dazu, weil das ist momentan auch gerade wieder ein Riesenthema, was hochploppt. Wie kann das sein, dass zuerst Ware als anstandslos durchgeht und im nächsten Schritt dann verweigert wird, weil sie angeblich den Standards nicht mehr entsprechen?
Also vielleicht würde ich mich jetzt mal ganz kurz einklinken, sonst haben wir dann so ein Zweiergespräch, weil ich ja auch mal ein paar Sachen angesprochen wurde. Also die Frage nochmal zu EU oder nationale Ebene. Also erstens weise ich nochmal darauf hin, dass wir natürlich auch Regelungen im Koalitionsvertrag in Deutschland haben. Und es wurden sozusagen alle Hürden darunter eingerissen, also die Unternehmen, es wurden verschiedene Umfragen gemacht. Es wurde ganz klar festgestellt, dass die meisten Unternehmen nicht den Bedingungen entsprechen. Das heißt, wenn man jetzt nicht vorangehen würde, würde man natürlich auch den Koalitionsvertrag brechen. Das ist natürlich jetzt für die FDP-Kollegin vielleicht nicht das Hauptargument, aber es finde ich schon ein wichtiges demokratietheoretisches Argument. Das Zweite ist natürlich, dass es auf europäischer Ebene noch sehr, sehr lange dauert. Wir wissen von anderen Richtlinien, Verordnungen, ne, dass das manchmal über 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre dauert, weil die Materie komplex ist, weil sich dann irgendwie auch noch alle Mitgliedstaaten im Rat einigen müssen, der Rat und das Parlament. Also das ist ein sehr langwieriger Prozess auf europäischer Ebene. Und wenn man halt sich anschaut, in welchem Jahr die Leitlinien verabschiedet wurden, dann ist das, würde ich sagen, ein Trauerspiel, wenn wir jetzt erst in, weiß ich nicht, so und so vielen Jahren dann wirklich zu einer gesetzlichen Regelung kommen. Ich will auch noch mal sagen, dass auch die Europäische Kommission eine riesengroße Umfrage gemacht hat, Unternehmen unter Unternehmen, und auch festgestellt hat, dass die allerwenigsten Sorgfaltspflichten nachgehen und diese erfüllen. Also wir haben da auf jeden Fall eine Lücke, die wir irgendwie füllen müssen. Das noch mal zu der Frage, können wir uns jetzt leisten, auf die europäische Ebene zu warten? Und Frau Weser, Sie haben ja auch sehr grundsätzlich argumentiert. Also all die Sachen, die Sie kritisieren, die würden ja dann trotzdem auch, die würden Sie ja wahrscheinlich auch bei einer europäischen Regelung kritisieren. Deswegen kommt es mir eher so vor, dass Sie halt einfach grundsätzlich kritisch sind. Aber das dann ja so ein bisschen egal ist, ob das auf deutscher oder europäischer Ebene kommt. Weil die Fragen von zivilrechtlicher Haftung, von der Länge der Lieferketten oder der Tiefe der Lieferketten, das sind ja genau die Sachen, die dann auch die Europäische Union regeln würde. Ich glaube, die Frage des Level Playing Field kann man eigentlich auch so regeln, wie das zum Beispiel auch in den Niederlanden bei dem Kinderarbeitsgesetz geregelt ist, dass es nicht nur deutsche Unternehmen betrifft, sondern einfach Unternehmen, die in Deutschland Produkte auf den Markt bringen. Also so würde man halt auch meiner Meinung nach Wettbewerbsgleichheit beim deutschen Gesetz herstellen und verbessern, und das fände ich sowieso besser, weil es mehr Unternehmen noch mit einbeziehen würde. Ich kann auch noch mal zu der Haftung sagen, dass wir als Europaparlament vor 2 Wochen schon einen Bericht abgestimmt haben, mit großer Mehrheit beschlossen, zu der Frage von entwaldungsfreien Lieferketten. Das ist ein Eigeninitiativbericht, der aber sozusagen Kommission auffordert, also ein gesetzlicher Eigeninitiativbericht, der die Kommission auffordert, tätig zu werden, und auch jetzt schon im Bereich Lieferketten, die mit sogenannten Forest Risk Commodities zu tun haben, Sorgfaltspflichten einzuführen und da auch eine Liability, sozusagen eine Haftungskomponente vorgesehen. Das heißt, es ist auch schon Position des Europaparlaments, und deswegen ist mein Gefühl, das wird auf jeden Fall kommen. Also ich glaube, das hat hier schon im Europaparlament die Mehrheit, auch wenn es sozusagen natürlich auch im Detail, wir diskutieren wie gesagt gerade das horizontale Lieferkettengesetz bei den Ausschüssen, ist natürlich die Haftungsfrage eine der strittigen Fragen. Aber wir haben es vor 2 Wochen schon mal beschlossen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Unternehmen rede, dann ist es auch so, wenn man sagt, dass es natürlich nicht so sein wird, dass die Unternehmen für alles, was passiert, irgendwo in der Welt haftbar sind, sondern nur, und das hat Frau Vahidi auch gesagt, wenn man nachweisen kann, dass sie diese Risk Assessment sozusagen nicht gemacht haben. Aber wenn sie nachweisen können, dass sie das gemacht haben, dann sind sie auch nicht haftbar. Und das ist, glaube ich, eine Übung, die man auch relativ leicht erfüllen kann. Was wir hier im Europaparlament auch noch diskutieren, ist sozusagen ein Ansatz, der sich nochmal anschaut, dass vor allen Dingen solche Unternehmen eine sorgfältigere Prüfung machen müssen, die halt in Risikosektoren arbeiten, wie eben diese Holzprodukte oder auch Konfliktmineralien. Haben wir auch schon eine Regelung auf europäischer Ebene in dem Rohstoffbereich, aber dass jetzt nicht natürlich jeder kleine Mittelständler das genauso machen muss wie ein Unternehmen, was eben gefährliche Rohstoffe aus einem afrikanischen Land bezieht. Also dieser Risk-Based Approach, der wird ja auch nochmal diskutiert, und ich glaube, so kann man auch den Unternehmen, die vielleicht auch ein bisschen Angst dann haben, entgegenkommen. Frau Cavazzini, vielen Dank. Sie haben jetzt, glaube ich, auch schon uns nochmal einen ganz guten Eindruck gegeben, was gerade auf europäischer
Ebene auch diskutiert wird. Ich würde hier gern auch noch mal eine Frage aus dem Publikum einstreuen, die auch direkt an Sie gerichtet ist. Und zwar geht es hier noch mal um die Rolle der unabhängigen Zertifizierung, welche die eben auch aus Ihrer Sicht spielen können in den aktuellen Eckwerten. Was ich so gesehen habe, was auf europäischer Ebene diskutiert wird, ist es ja noch nicht explizit drin. Sie sprachen aber auch gerade noch mal über die Konfliktmineralienverordnung, wo das Thema ja auch mit involviert ist. Wie wird das diskutiert, beziehungsweise was denken Sie, in welche Richtung die Diskussion da auch laufen könnte? Sorry, bei welcher Frage ganz genau? Die Verbindung war gerade sehr schlecht. Das Thema unabhängige Zertifizierung auf EU-Ebene. Wird das diskutiert, beziehungsweise in welche Richtung? Bisher haben wir das meiner Meinung nach noch nicht diskutiert, also jedenfalls nicht bei uns im Handelsausschuss. Also bei uns ist federführend der Rechtsausschuss. Der Handelsausschuss, wo ich drin sitze, ist sozusagen der beratende Ausschuss. Da haben wir das Thema nicht diskutiert. Es kann aber sein, dass es im Rechtsausschuss diskutiert wird. Aber da sind die Diskussionen gerade ganz am Anfang. Es gab 800 Änderungsanträge. Ich habe die jetzt nicht alle durchgeguckt, weil ich nicht im Ausschuss sitze. Was ich noch kurz erwähnen kann, was im Handelsausschuss am Dienstag beschlossen wurde gestern, ist, dass wir im Lichte dessen, was gerade in China und mit den Uiguren passiert, jetzt mehrheitlich einem Änderungsantrag von mir gefolgt sind im Handelsausschuss, zu sagen, dass Produkte, die aus Zwangsarbeit und Kinderarbeit kommen, komplett auch sozusagen ein Import-Ban verhängt werden kann. Ich weiß leider gerade nicht, was das auf Deutsch heißt. Also ein Importstopp verhängt werden kann, genau. Also das ist noch das, was wir im Handelsausschuss intensiv diskutiert haben. Was passiert mit Produkten, die wirklich, wirklich sehr aus Zwangsarbeit stammen? Ja, ich stelle gerade ganz erschreckt fest, dass wir schon fast am Ende unserer Zeit anbelangt sind. Ich glaube, das Thema ist einfach so komplex und da ist auch gerade noch sehr viel Diskussionsbedarf auf sehr vielen Ebenen, sodass man das überhaupt nicht schaffen kann, in einer Stunde abzuhandeln. Auch nochmal ganz vielen Dank an das Publikum für all die Fragen, die hier eingegangen sind. Ich konnte so ein paar mit einstreuen, alle nicht. Wir werden aber versuchen, das dann im Nachgang nochmal zu beantworten, also so insoweit unsere Speakerinnen und Speaker bereit sind, das im Nachgang auch nochmal zu beantworten, stellen wir das dann gerne nochmal zur Verfügung. Ich würde aber gerne noch mit einer kleinen Schlussrunde sozusagen beenden und vielleicht auch nochmal der Ausblick, wie es jetzt weitergehen wird. Wir gehen jetzt vielleicht mal davon aus, dass sowohl ein nationales als auch europäisches Lieferkettengesetz kommen wird. Die Frage ist, haben wir dann ein internationales Level Playing Field? Fragezeichen. Wie können wir das erreichen? Das ist vielleicht auch gleich ein bisschen verbunden mit Wünschen, optimistischen Ausblicken in die Zukunft. Herr Steenkamp, wollen Sie anfangen? Ich fange gerne an. Ich möchte aber auch gerne Frau Weser anbieten, die Fragen, die Sie an mich gestellt haben, gerne im Nachgang nochmal zu beantworten. Was das Thema Weiterentwicklung Lieferketten angeht, also wir als TÜV-Unternehmen wünschen uns hier natürlich nach Maßgabe eine internationale Regelung, die sich beispielsweise ja heute schon vielfach findet in den ISO-Standards. Dort hätte man natürlich auch gleichzeitig mit abgedeckt bestimmte Kernbegriffe, die heute in der Diskussion fielen, wie beispielsweise Risikomanagement. Das ist ja integraler Bestandteil des sogenannten IMS, Integriertes Management-System, was wir beispielsweise bei ISO 9001-Zertifizierungen entsprechend abnehmen. Also ich möchte dafür plädieren, dass man eigentlich die Vielzahl bereits existierender Module, die heute bereits gängige Praxis sind im Bereich der Überwachung, der Verifizierung von Sachgegenständen, dass man das versucht, gut zu bündeln, weil damit hätte man eigentlich schon diese gesamte Prozesskette, die man für Lieferkettenüberwachung benötigt, beisammen. Und es gibt dort gute Standards und an denen sollte man sich orientieren. Und wir haben ja auch beispielhaft ein IT-Sicherheitsgesetz, was eben auch eine Differenzierung
dazu durchführt, ob eben ein Unternehmen zu den besonders risikoanfälligen und auch für die Gesellschaft wichtigen Versorgern beispielsweise gehört. Und da könnte man eben sich auch mal einen Benchmark holen, wie man so eine Staffelung entsprechend vornehmen kann. Danke. Frau Wahidi, Ihr kurzes Schlusswort. Ja, gerne. Vielen Dank. Ich würde gerne mit drei Punkten enden wollen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, auch in Replik zu Frau Weser, zur Debatte nationales versus EU-Recht oder auch international. Wer das eine tut, muss das andere nicht lassen. Ich glaube, das ist fernab auch des Koalitionsvertrages ganz, ganz wichtig, dass ein Nichtstun in Menschenrechtsfragen einfach keine gescheite Option ist. Und nochmal, im Bereich der Produkthaftung zum Beispiel haben wir ein eigenes Produkthaftungsgesetz, was Unternehmen anhält und in Haftung nimmt, wenn das Produkt nicht stimmt, warum soll das nicht möglich sein in einer bei Fragen der Menschenrechte. Plus der Hinweis, dass DJ Just ja auch eine Richtlinie angekündigt hat, die in nationales Recht auch umgesetzt werden müsste. Damit glaube ich, dass Deutschland auch einen guten Vorsprung hätte und das würde letztlich deutschen Unternehmen zugutekommen, wenn wir jetzt schon anfangen und die Benchmarks setzen. Und insbesondere auch eine gute Mittelstandsregelung, die wir ja jetzt im Anwendungsbereich auch diskutieren. Mein zweiter Punkt, und dazu sind wir heute nicht ganz gekommen, ist die Tatsache, dass es geht, dass man seine Lieferketten in Form einer Risikoanalyse tatsächlich auch abdecken kann, zeigt auch der grüne Knopf im Textilbereich und wo auch der TÜV zum Beispiel eines der Prüforganisationen ist. Mittlerweile 55 Unternehmen von kleinen bis großen und international agierenden Unternehmen sind in der Lage, in der Unternehmensprüfung, und ich sage hier nochmal, die Unternehmensprüfung des grünen Knopfes wird nicht viel anders sein als das, was wir im Berichtsformat einer gesetzlichen Lösung abfragen würden. Dort wird genau das abgeprüft und ich durfte mehr als 20 Prüfungen begleiten und ich kann Ihnen versichern, Frau Weser, dass die Unternehmen, die beim grünen Knopf mitmachen, ihre Verantwortung sehr, sehr ernst nehmen und ein sehr ausgeklügeltes Risikomanagementsystem aufgesetzt haben. Deswegen glaube ich, wie gesagt, an die Innovationskraft der deutschen Unternehmen. Und ich glaube, dass das bisher ist es leider ein Wettbewerbsnachteil, sich an solche Standards zu halten. Das muss zukünftig wirklich zum Wettbewerbsvorteil werden. Und mein letzter Punkt, liebe Frau Petri, ich will den anderen auch nicht die Redezeit nehmen, ist auch etwas, was wir heute nicht ganz so beleuchten konnten, ist der Punkt Smart Mix. Was ich immer wieder in der Debatte merke, dass es immer schnell emotional wird, entweder oder. Entweder ein Gesetz oder kein Gesetz. Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir ein Gesetz haben werden, ist nur ein Puzzlestück in einem riesengroßen Bild. Ein Gesetz alleine, sage ich nochmal, wird nicht dazu führen, dass die Näherin an Extend sich einen Lohn bekommt, dass wir gute Beschwerdemechanismen etabliert haben, flächendeckend und dass wir strukturelle Veränderungen fortbringen. Wir brauchen zusätzlich die vielen freiwilligen Maßnahmen. Ich nenne hier nur grüner Knopf und Textilbündnis, davon gibt es noch eine Menge. Es gibt den ganzen Bereich fairer Handel, den wir heute nicht beleuchtet haben, aber auch viele Maßnahmen, die wir über unsere Instrumente der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft befördern können. Das heißt, wir müssen definitiv neben einem Gesetz immer die freiwilligen Unterstützungsmaßnahmen weiter unterstützen und sogar noch viel stärker unterstützen. Deswegen mein starkes Petitum für einen Smart Mix und lassen Sie uns wegkommen von dieser Polarisierung, entweder ein Gesetz oder gar kein Gesetz. Ich glaube, das ist die falsche Fragestellung, sondern wie kann ein gutes Gesetz flankiert werden durch sehr gute freiwillige Maßnahmen, wo wir Unternehmen bei unterstützen und wie können wir auch die Regierung dabei unterstützen, ihrer Sorgfaltspflicht ebenfalls nachzukommen. Vielen Dank. Danke, Frau Wahidi. Frau Weser, auch Ihr Schlusswort mit Blick auf ein internationales Level Playing Field. Bekommen wir das hin, ja oder nein? Ja, sehr gerne. Vielleicht noch ganz kurz zum grünen Knopf. Natürlich ist das ein sehr attraktives Projekt im Textilbereich. Ich denke auch, man sollte durchaus dann, wenn er einige Jahre gelaufen ist, dann eine wissenschaftliche Auswertung machen, was alles gut gegangen ist, welche positiven Effekte man aus diesem Projekt ziehen kann und dann eben auch auf andere Branchen übertragen kann. Ob es wirklich auf andere Branchen übertragbar ist, muss man tatsächlich dann auch sehen. Also momentan, wie gesagt, haben wir ja hier erstmal einen Startschuss in einem Textil- oder im Textilbereich. Das Gesprächsangebot, Herr Dr. Stegham, nehme ich gerne an zu den weiteren Fragen. Also ich glaube auch, dass smarte Lösungen vor Ort durchaus unterstützen können, um Lieferketten zu beleuchten. Aber nochmal, also ich lasse mich nicht beirren, ich plädiere nochmal für ein europäisches Projekt,
weil ich glaube, nur die EU als ökonomisch starker Player in der Welt, in einem starken Binnenmarkt, hat auch das ökonomische Gewicht, diese Standards weltweit durchzusetzen. Ich setze jetzt mal ein Fragezeichen daran, ob wir als Deutschland alleine das weltweit so durchsetzen können, wie wir uns das vorstellen. Und insofern, ich glaube, gemeinsam ist man immer stärker als ein Alleinspieler. Und wenn wir dadurch auch noch erreichen, dass die Unternehmen ein Level Playing Field haben, auf internationaler Ebene, zumindest im europäischen Bereich, ist das meiner Meinung nach eine bessere Lösung, als wenn wir jetzt auf nationaler Ebene versuchen, da selber was zu stricken und einen Alleingang zu machen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Weser. Frau Cavazzini, Frau Weser sagte gerade nur, die EU hat Gewicht und mit der EU-Perspektive dürfen Sie sozusagen auch schließen. Ja, das höre ich natürlich grundsätzlich immer gerne und in vielen Bereichen ist das halt auch so. Und wir haben aber gesehen, dass halt auch gerade die nationalen Debatten in UK, die uns jetzt leider verlassen haben, in Frankreich, in den Niederlanden, überhaupt auch dazu geführt haben, dass wir jetzt die europäische Diskussion haben. Deswegen glaube ich schon, die beiden Ebenen bedingen sich eben immer. Ich glaube aber auch grundsätzlich, dass, und das war ja auch Ihre Frage, Frau Pietrich, dass wir es schaffen müssen mit der Stärke des Binnenmarktes, und Sie alle kennen ja auch den Brussels-Effekt von verschiedenen Gesetzgebungen, die wir in Brüssel gemacht haben, natürlich auch ausstrahlen auf Unternehmen auf der ganzen Welt und auf Märkte auf der ganzen Welt. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und charmant. Wir haben auch gestern in der Stellungnahme des Handelsausschusses abgestimmt, dass wir versuchen, die Fragen von Sorgfaltspflichten auch in internationale Handelsabkommen stärker zu verankern, dass wir natürlich auch überlegen, wie kann man öffentliche Beschaffung sozusagen stärker nutzen, also dass wir alle Instrumente haben, die nutzen, die wir haben, um auch nicht nur im Binnenmarkt diese Standards umzusetzen, sondern irgendwann natürlich auch, einen Effekt zu haben, dass Unternehmen auf der ganzen Welt stärker die Menschenrechte einhalten, weil ich glaube, das ist ja eben unser aller Ziel, hoffe ich, und das steht, glaube ich, als Ziel auch nicht in Frage. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Diskussionen jetzt in den nächsten Monaten hier bei uns in Brüssel oder beziehungsweise vom Homeoffice aus, wie wir dann auch wirklich sozusagen ein europäisches Lieferkettengesetz ausgestalten. Aber nochmal, ich glaube, sozusagen Deutschland hatte da einen Vorteil, wenn die Diskussionen schon abgeschlossen wären, sich einfach besser hier auf europäischer Ebene in Brüssel einzubringen. Vielen Dank für die Veranstaltung. Vielen lieben Dank, Frau Cavazzini. Vielen lieben Dank an Sie alle. Wie gesagt, es war eine sehr spannende, komplexe und durchaus auch kontroverse Diskussion. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz an Joachim Bühler übergeben, der noch mal ein ganz kurzes Schlusswort und Outro machen wird. Vielen lieben Dank von meiner Seite. Ja, lieben Dank, Juliane. Herzlichen Dank auch an die Referentin und lieber Herr Steenkamp, herzlichen Dank auch an Sie. Mir bleibt nur, Sie zu verabschieden und eine Perspektive zu geben auf den 18.11. und zu unserem neuen nächsten TÜV-Meetup einzuladen. Da geht es dann um künstliche Intelligenz, auch ein europäisches Thema. Wir wollen mit der EU-Kommission über das KI-Weißbuch diskutieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start sozusagen in den Tag. Es ist ja noch morgen, das darf man, glaube ich, noch sagen. Ich danke fürs Zuhören, für diese spannende Diskussion und danke, dass Sie da dabei waren und freue mich, Sie das nächste Mal hier begrüßen zu dürfen. Also herzlichen Dank im Namen des TÜV-Verbandes. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. 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 Danke.